Es gibt mal wieder ein weiteres Unboxing-Video, denn es kam wieder eine Lootbox von Get Digital an. Und an der Stelle noch vielen, vielen lieben Dank an Get Digital, die mir die Box kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und das Video ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit Get Digital entstanden. Erstmal einatmen und ausatmen. Dann will ich mal sagen, ich habe noch nicht reingeglotzt. Natürlich nicht. Ich greife einfach mal random rein. Okay, wir ziehen mal random ein T-Shirt. Fangen wir gleich mal mit dem T-Shirt an. Ist das D&D? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht nice aus. Ist ein cooles Design. Okay, dann nehmen wir den nächsten Inhalt heraus. Das ist erstmal verkehrt rum. Marvel. Marvel. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen reinzoomen. Aber eine richtig cool gemachte Figur. Will ich das raustun? Ja, komm. Scheiß drauf. Aber schön detailliert. Geil. Alucha. Get Digital. Wieder Anstecker. Ist das ein... Ja, ein Sims. Das weiß, was über dem Kopf erscheint. Ihr wisst schon. Okay, aber das kenne ich. Iron Man. Super cool. Und auch vom... Will ich aufmachen? Will ich nicht aufmachen? Will ich es raustun? Will ich es nicht raustun? Will ich es kaputt machen? Will ich es nicht kaputt machen? Ich lasse es mal so drin. Ich suche es mal ein bisschen näher hin, dass wir es sehen können. Sieht auf jeden Fall stark aus. Okay. Jetzt ist es soweit. Spider-Man. Ja, das ist Spider-Man jetzt. Ach du Scheiße, das ist eine geile Figur. Nee, hilft nichts, die muss jetzt raus. So, die Figur muss ich jetzt definitiv kurz raustun. Das sieht mal richtig cool aus. Und mal wieder unscharf. Mal wieder. Das sieht mal richtig stark aus. Richtig coole Spider-Man-Figur. Und ist mal wieder unscharf. Geil. Ja, das ist ein ziemliches Marvel-Thema jetzt. Choose your weapon. Eine Türgarderobe. Wow, okay. Türgarderobe Door Code Hanger. Weiß nicht, ob ich das jetzt aufmache, aber ihr könnt es mal so sehen. Das sieht auch ziemlich geil aus. Habe ich euch auch noch nie irgendwie gesehen. Für Türen bis zu 19 mm Tiefe. Nee, da ist schon wieder Taser. Da habe ich vorher schon so rumgerasselt. Nee. Das lassen wir mit dem Taser. Aber eine geile Sache. Kannte ich auch nie so. Cool. Nee. Oh, okay. Ja, ein Harry Potter Puzzle. 1000 Teile. Ich glaube, meine Geduld ist dann auch in 1000 Teile. Würde ich jetzt mal so provisorisch sagen. 50 mal 70 cm. Und so schaut es dann fertig aus. Echt geil. Also, wenn man die Geduld hat, das zusammenzubauen, das muss eigentlich fast in so ein... Ups. Richtig, nein, die Kiste donnert. Das musst du einrahmen lassen, hey. Man muss halt einrahmen. Das sollte nie wieder im Leben kaputt gehen. Also für Puzzle-Fans ist es echt sehr geil. Und wenn man zusätzlich noch Harry Potter-Fan ist, dann umso mehr. Tatsächlich ist da noch ein Aufkleber noch dabei. Installing Social Skills. Please wait. Ja. Bei 45% sind wir. Das ist eigentlich eine geile Idee. Will ich aber ungern so wegmachen. Ich will es gerne so in dem Zustand lassen. Aber das ist eine geile Idee. Und ich glaube, ja, dann sind wir auch schon am Ende von dem Ganzen. War wieder auch eine sehr, sehr geile Lootbox, ganz ehrlich. Ich feiere den Inhalt. Was war denn euer Highlight aus der Lootbox? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren und ich sag's gerne nochmal, wenn ihr auch eine Lootbox von Get Digital haben wollt. Link ist unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video wieder. Macht's gut.